Guck mal, jetzt hat es uns gerade erwischt hier, ne? Ihr sollt nicht schmusen, ihr sollt euch ready machen für die City, Alter. Er wird mich jetzt gleich von links angreifen, der Kollege. Oh, corrupted, mapped. Wo ist mein Agi? Und gibt nur die Möglichkeit, dass ich hier einmal durchfahre und hoffe, dass ich sie wegpullt kriege. Das war's, sie haben den zerlegt, die Schweine. Wieso geht's jetzt schon wieder? Ich habe keine 10 Pfeile mehr, wir sind out of alles, Leute. Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und mit eurem Alterle. Fröhliche Weihnachten, Leute, die Folge heute wird direkt an Heiligabend hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Wir sind in Extinction unterwegs, Leute, und schauen mal, was wir für unseren Alterle tun können. Da hinten fliegt schon ein Gasbug, Leute. Unsere Mission ist natürlich Gasbug, ne? Ein 72er Weibchen. Oh, und die Stadt ist hier. Ich weiß nicht, Leute, ob wir den dahin gepult kriegen, wo ich den haben will. Komm, wir flitzen mal hin. Ich wollte eigentlich heute zu Heiligabend dann doch nochmal ein bisschen langsamer machen und hatte mir eher so vorgestellt, ein Zehner, hatte mir eher vorgestellt, dass wir einfach mal die Kuppel erkunden, aber wenn der jetzt hier gerade rumturnt, pass aber auf, bevor die sich jetzt hier bekriegen. Ich will den irgendwie in die Stadt pullen, ich habe nur noch keinen Plan wie. Ich habe keinen Plan wie. Den greife ich jetzt mal an und ziehe den hier runter. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, den Gas haust du gerade vor mir ab? Nee, ne? Hüpft er jetzt da runter? Da vorne wäre die Stadt, ne? Das Problem ist halt tatsächlich, dass es hier unheimlich viele Corrupted Dinos gibt in so Geschichten. So, Leute. Damit habe ich nicht gerechnet! Damit habe ich nicht gerechnet! Alter, geh mal zu deinem Vogel! Oh Gott, so wollte ich die Folge ja nicht anfangen. So, Diggerle, kann ich dich bis in die Stadt pullen? Würde das funktionieren, dass du und ich... Jetzt saugt der Luft ein. Wahrscheinlich, um uns gleich hier zu verdonnern. Er hat das Interesse verloren. Er hat das Interesse verloren. Und zwar ganz gewaltig. So, wenn ich den auf den Bäuchle schieße? Hunden, habt ihr gesagt, ne? 5 Damage. Das ist nix. So, ich probiere mal... Ah, da sind überall die Vieh. Da kommen die. Weißt du, hier ist aber auch was los. 12er. 12er ist nicht ganz unsere Krankheit. Die Stadt ist halt sauweit weg. Und überall hat es die Viecher. Ich guck mal jetzt, wenn er hier runterkommt. Ja, yeah, komm mit, mein Freund. Du weißt, was uns... Kommt da angeschossen. Ich glaube nicht, dass wir den bis in die Stadt kriegen. Guck mal den weiten Weg an, Leute. Hoffentlich kann ich den aber hier pullen. Was ist denn, wenn ich meinen Vogel da vorstelle? Ja, Alterle, hast du nämlich gedacht? Hast du nämlich gedacht? Wieso geht es mit dem Schießen jetzt nicht mehr? Es hat arg wieder gemacht, dass ich jetzt hier keine Chance habe, ne? Ja, da wird er böse. Da wird er böse. Ich habe keinen Plan. Au, jetzt habe ich ihm direkt in den Bauch geschossen. Was war da? Schläft er schon? Nee. Ah, scheiße, der hat einen Kumpel mitgebracht. Guck mal, jetzt hat es uns gerade erwischt hier, ne? Ihr sollt nicht schmusen, ihr sollt euch ready machen für die City, Alterle. So, mal gucken. Torpor-mäßig geht da natürlich nicht viel. Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen geht. Die machen mir ja Spaß. Ey, pass mal auf, wenn ich mich gleich hier rüberstelle und von da drüben versuche. Ich hoffe, wir haben genug Muni. So. Ich schieße einfach mal weiter rein. Nochmal aufs Köpfel geschossen. Hier kommen natürlich jetzt beide. Die Luftzieher. So, wir gucken mal hier um die Ecke, bevor ich weiter pull. Ja, so kleine Corrupted machen nichts. Leute, ich glaube nicht, dass wir genug Munition haben für so eine Aktion. Ich mach mal die da weg kurz. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir hier auf Extinction sind, ne? Und das bedeutet, dass meine Agis hier natürlich nicht so stark sind, wie ich sie von Ragnarok gewohnt bin. Die Gasbugs, die sind auf jeden Fall... Da ist der nächste. Ein 48er, der wäre aber auch nicht schlecht, aber... Leute, jetzt haben wir ja den da rangeholt. Ich schieße natürlich erstmal... Na ja, du musst jetzt hier Gas geben, du kleine Ratte. Komm mal her. Entschuldige dich sofort. So, klaue ich dir deine Nudels, Alter. Ne? So, pass auf. Bis jetzt ist es noch nicht ganz so schwer, weil
der helle unserer ist, ne? Ich werde mich jetzt mal da hochbegeben. Ich will den ja nur bis in die Stadt pullen. Der helle ist unserer. Was bedeutet der da, ne? Jetzt kommen die natürlich alle drei erstmal, das ist klar. Mal gucken, wie weit wir das schaffen, Leute. Ich halte mal die Muni im Auge, aber wir haben ja nur noch 27 Munition. Ich sollte vielleicht tatsächlich umsteigen auf unseren Bogen. Ja, ja, kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich muss natürlich gucken, ob der, den wir wollen, ein 48er, der ist auch noch okay. Skorpionle. Skorpionle. Machen wir natürlich platt. Ja, von wegen, Alter, die sind nämlich auch nicht ohne hier, die ganzen Viecher. Zähme einen Gaspack im Freien. Was eine Aktion eigentlich. So, ich muss kurz gucken. Wo ist denn der Hübsche? Den Schönen, wo ich wohl... Die Geräusche, ich mag die schon. Ich liebe diese kleinen Gaspacks. Das sind so richtige geile Scheiße. Da hinten natürlich der am weitesten weg ist. Das ist unserer, ne? Pass mal auf, ich steige aufs Bögel um. Bup. Den haben wir. Immer schön weiter reinschießen. Irgendwann wird er schon liegen. Ich weiß, man muss den normalerweise von unten anschießen, habt ihr gesagt, ne? So, jetzt erstmal hier an den Brontos vorbei. Und da haben wir eine Fuhre abgekriegt. Der ist jetzt auch nicht ganz auf uns zu sprechen hier. Aber wenn ich den praktisch pull, Leute, dann kommen doch die anderen aus Aggro-Gründen ja mit, ne? So. Ich muss noch ein bisschen gucken wegen unserem Vergasproblem. Wo ist denn der jetzt? Kurzer Moment. Dass das so eine Aktion wird, habe ich mir ja ver... Nee, oder? Wohin? Wohin will der? Leute, das mit der in die Stadt reinpullen wird nichts. Ich glaube, wir sind lieber diejenigen, die probieren, das hier irgendwie zu lösen. So. Der hebt immer ab und zu kurz ab, ne? So, guck mal eben, wie viel Torpors Männle schon hat. Nicht wirklich viel, ne? Nicht wirklich viel. Ja, das Problem ist halt tatsächlich, dass du den eigentlich von unten erwischen musst, ne? Aber wir machen nicht viel Schaden, also im Prinzip. Ich probiere das jetzt einfach mal hier. Jetzt zieht er gerade Luft. Natürlich nur, um uns zu zeigen, wer hier Meister aller Klassen sein wird, für immer. Wie soll man den denn von unten erwischen, bitte? Gott, ist das ein Lappen. Guck mal, wie willst du den eigentlich von unten erwischen? Vielleicht lasse ich ihn mal hier drüber laufen. Das wäre doch eine Idee. Ja, Lele. Jetzt habe ich dich im Bäuchle getroffen, verstehst du? Ja, spring darüber. Du machst es fein. Ich bin gespannt, ob wir den so kriegen, Leute. Oh oh, das ist nämlich gefährlich. Dieser Move, dieser Gasbug-Move ist nicht ohne. Mein viel Schaden macht er ja Gott sei Dank, ne, der Süße. Was schätzt ihr, wie viel Torpor haben wir schon? Tausender? Ich glaub's nicht. Auch sehr schön, der hängt gerade mal. Alterle, hau rein. Den kannst du ja nicht töten. Hinterher. Hat sich abgestoßen, die Sacksau. So, Leute. Nicht mal 1000 Torpor. Nicht mal 1000... Ein roter Bär. Oje. Das Problem an dem roten Bär ist aber, dass der uns wahrscheinlich nicht lieb haben wird. Wo ist mein Gasbäckle? Wir könnten es aber vielleicht schaffen, Leute. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist die Tatsache, wann der jetzt wirklich Torpor nimmt. Weil guck mal, 700, ne? Das schaffen wir wahrscheinlich mit der Muni, die ich dabei habe, nicht. Wenn ich das wüsste. Ja,
Immer schön draufholzen. Im Moment passiert noch nicht viel. Vielleicht schaffen wir es ja so, ohne dass ich irgendwie warte, bis er... Aber ich treffe fast nicht, ne? Ich muss wieder höher zielen. Der Bogen, an das habe ich gar nicht gedacht, dass der auch kaputt gehen kann. Scheiße. Scheiße, Leute. Da muss ich nochmal nachfassen. Das hat keinen Wert ohne Bögen. So, komm, bevor die Bären... Die Bären kommen ja jetzt nicht gleich. Das hat keinen Wert. Oh, da muss ich aufpassen, dass er meinen Vogel nicht kickt. Alterle, das ist die Aktion deines Lebens, aber dir wird es von der Muni nicht reichen. Kannst vergessen. Jojo, Alter, entspann dich. Ich kann dem noch so in die Flanke schießen, es bringt nichts, ne? Das sind überall die... Da hinten ist übrigens so eine Katze, ne? Sollte man ein bisschen aufpassen. Das wird nichts bringen, was ich hier mache. Ich mach mal die Katze hier weg. Schönes Tier. Da vorne ist noch ein Gasbug. Leute, ich brauche auf jeden Fall mehr Bögen. Wahrscheinlich. Oh, das war zum Glück nur ein 5er. Das hätte auch schief gehen können. Wir gucken mal den hier. 12er. Hopft er immer einmal kurz hoch, ne? Das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie ich den unten erwischen will. So, ich renne wieder ein paar Meter. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Tiere sind. Wie er uns halt jedes Mal erwischt hat bis jetzt, ne? Was kommt denn da vorne? Ist nur ein Gasbug. Ne, da kommt ein T-Rex, also andere Richtung. Jetzt sind wir geslowt, irgendwie. Die Bären sind weit genug weg. Bringt nichts. Boah, bis die nachgeladen hat. So, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das Torpor-mäßig überhaupt eine Auswirkung hat, was ich hier tue. Ja! Allerdings wird es mir halt nicht reichen, leider, ne? Weil ich nicht dran gedacht habe, dass meine Dings hier kaputt gehen können. Fasern und Holz. Da bleibt uns eigentlich nur eins übrig. Dem T-Rex hier vielleicht wegfliegen. Es muss jetzt sein, oder? Dass der jetzt hier kommt. Und ein Corrupted ist dazugekommen. Wo ist denn der Gasbug hin? Der Gute mit dem 1000 Torpor. Wo ist denn der? Wo ist der jetzt hin? Da unten schwirrt einer rum. Da ist er. Er ist noch da, Leute. Fasern und Holz kann ich farmen, dann kann ich einen Bogen reparieren. Jetzt muss der Rex natürlich hier eingreifen. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Ja, flieg Richtung City oder Richtung Schneegebiet oder wo auch immer du hin willst. Ich bin an dir dran, mein Freund. Torpor-mäßig? Ja, der verliert den Torpor auch nicht ganz so schnell. Hier scheint eine ruhige Ecke zu sein. Ich jedenfalls werde jetzt als allererstes mal kurz Fasern und Holz besorgen. Alter, sammel, sammel, sammel. Sammel, 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 sammel. Das könnte auch schon reichen für das, was ich vorhab. Ich setze mich drauf. Leute, ist ja aufregend, oder? Ist echt aufregend. So, ich hole mir zum Reparieren. Reparieren und draufschmeißen auf die 4. Landen, absteigen. Jo, Alter, jetzt habe ich dich einmal am Bauch erwischt. Jo, er hängt am Vogel fest, Leute. Geben wir Vollgas. Sterben kann er ja deswegen nicht, oder? Ich schieße jetzt mal überall unten ganz knapp hin. Nö. Hier an der Brust will er es auch nicht unbedingt. Schwänzle. Ich gucke natürlich mal Torbaumäßig. Wir kriegen den vielleicht. Da kommt ein Peterle. Nur nicht umdrehen und weiter gucken. Was ist denn, wenn du dich hinlegst, Alter? Bringt auch nichts, ne? Oh Gott, mein Zielfinger zittert ein bisschen. Wir gucken wieder.
Der hängt gerade unheimlich gut fest, Leute. Da haben wir saumäßig Glück. Ich nehme die Flinte raus. Die macht doch ein bisschen mehr... Das hat ihm wehgetan. Das hat ihm wehgetan. Was ist denn, wenn man... Nee, auf die andere Seite gehe ich nicht. Sonst nehme ich ihm wahrscheinlich jetzt gerade den Stand hier weg. Leute, das sieht doch gut aus, oder? Der Rex darf nicht hochkommen und er darf nicht abhauen. Ich hol's weiter drauf. Peterle, geh mal aus dem Weg, Digga, sonst bist du auffällig. Okay, er haut ab. Er haut ab. Okay, wir müssen drauf. Vogel, dreh rum. Dreh rum, Alterle. Hinterher. Und das sind die gefährlichen Situationen. Ja, Alterle. Er hängt hier fest. Das mag ich. Das Like. Like, Alterle. Dickes Like. Oh, wer ist denn der Hübsche hier? Ein Zweier, Zwölfer. Okay, wir müssen dazu. Nein, Agi, Agi, ich hab dich aus Versehen verloren, Agi. Wasser-Action, Wasser-Action. Wo ist denn der? Hier ist er. Alles klar, ist noch alles gut, Leute. Es ist noch alles gut. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass der Kollege hier mitkämpfen will. Er wird mich jetzt gleich von links angreifen, der Kollege. Oh, corrupted, mapped. Wo ist mein Agi? Und... Was ist denn das, bitte? Kurzer Moment. Wahnsinnsrunde, Alterle. Wahnsinnsründle. Wir zähmen alles im Freien, Jupiter. Gott sei Dank haben wir so tolle Ideen, Leute. Die muss ich wegmachen. Lieber, ich lasse mir da die Zeit jetzt. Kann sein, es gibt zwei Folgen tatsächlich. Wo sind die hingeflogen, die beiden? Das ist das Problem, wenn du das aus den Augen verlierst, ist es vorbei, leider. Boah, wo die auch immer jetzt hin sind. Scheiße. Da ist einer, aber das ist, glaube ich, keiner der... Das ist der Zwölfer. Ist jetzt die Frage, ist der andere in dieselbe Richtung gesaust? Da vorne ist, glaube ich, unser, Leute. Ja, da ist er. Und der Torbau sieht verdammt gut aus. Wenn ich es jetzt schaffen würde... Wenn ich es jetzt schaffen würde... Ich greife den einfach mal jetzt hier im Bobo an und hoffe, der kommt mit. Er kommt mit. Weil hier ist die Stadt. Tegrex. Gar nicht gut. Welches Level hat der hier? 32. Auch nicht verkehrt. Ich habe ihn verloren. Hier ist er. Weil hier steigt doch kein Mensch freiwillig ab, oder? Ich guck mal. Nein! Nein! Geh da weg, Alterle! Was machst du bitte? Du Dreckstück! Du kannst nicht einfach hier herkommen und uns da das Ding vereiteln. Das geht nicht. Komm, Gaspack, helf mal mit ein bisschen. Was ist denn das für eine Unit? Wie viel Leben hatten die bitte? Gaspack haut ab. In welche Richtung? Der haut in Richtung Stadt ab, Leute. Jo, der haut in Richtung Stadt ab. Geiler, geiler. Geiler, keiler, Alter. Okay, die Stadt ist doch noch ein bisschen weiter weg. Da kommen auch die korrupten Peterlen. Nee, 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 nee. Hier jetzt auf keinen Fall. Auf keinen Fall Scheiße bauen. Und direkt mal ins Köpfchen geschossen hier. Und in den Bauch. Ja, ja, du brauchst gar nicht. Nee, 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 nee. Das läuft nicht, Alter. Wir gehen weiter. Wir bleiben dran. Boah, da ist schon wieder so eine Defense Unit. Schildkröten und einen Haufen kleine Viecher hat es hier noch. Die mache ich jetzt weg. Die haben den doch schon gesehen. Boah, nee, oder? Gaspack, lass dich nicht irritieren, bitte. Der Agi muss aber auch was mitmachen heute, oder? Hier wäre er wunderschön eingesperrt. Mein Problem ist nur gerade... dass die unheimlich viel Schaden machen, die kleinen Säcke. Der Gaspar könnte doch jetzt... Jetzt können da nochmal abhauen. Ich schätze mich mal hier hoch. Ich hoffe, dass ich einen Treffer land. Jetzt ist er bei dem Tegrex. Das ist überhaupt nicht witzig. Da war ein Treffer. Wir gehen hinterher. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, dass sie so nah schon dran sind. Jetzt kämpft er hier gegen alles Mögliche.
Ja, Alter, hau schön ab. Das ist dein Vorteil. Genieß deinen Vorteil. Du musst deinen Vorteil nutzen. Die hau ich jetzt weg hier. Ich kenne nichts. Egal. Mein Gaspack macht jetzt hier keiner mehr an. Leute, ist das ja Action. Ich hau uns mal Leben drauf. Hier, die müssen wir wegmachen. Die müssen wir wegmachen. Da darf jetzt nichts verrutschen. So, komm, schub den mal runter. Kann ich die hier runterpullen? Nee, das interessiert den Null. Der hat es jetzt auf unseren Gaspack abgesehen und alles andere juckt ihn nicht. Weiter geht's, Leute. Wir bleiben dran. Der Agi ist auf jeden Fall noch fit. Meine Gilde-Rüstung ist jetzt kaputt, weil ich hier... Da kommt die nächste Einheit, bevor die aber in den Kampf eingreift. So, komm, verfolg mich mal bitte hierher. Gaspack, hast du noch genug Leben? Jo, das macht er, das bisschen. So, komm, Einheit, hupf runter. Wahnsinn, oder, Leute? Eine absolute Wahnsinnsgeschichte läuft hier. So, tschüss, Einheit. Jetzt schnappe ich mir noch kurz den da. Den bringe ich auch runter. Viel Spaß da unten. Ich gucke noch nicht einmal, was dich da... Halt alle! Das interessiert dich nicht. Jetzt komm. Ah, guck mal. Kaum sind seine Kumpels da. Das ist nämlich das Problem an denen. So, Leute. Der Alte, der hat keinen Bugs mehr an. Der kann es jetzt nur noch gut werden. Immer schön drauf. Und auf das Ding nochmal. Ja, weiter. Jetzt sammelt er Luft, jetzt bringt es, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Puh, bitte nicht runterschubsen, sonst habe ich echt ein Problem. Ja, ist klar, mach mich doch kaputt. Kriegen wir den oder nicht, Leute? Ich weiß es nicht, laufen schon Wetten. Ich habe persönlich schon die erste Wette angenommen. Du verhungerst. Wir verhungern, Alter, ne? Was? Ja, genau, mit der Knarre musste. Wir müssen hinterher, Leute. Wir müssen hinterher. Okay, hier ist er. Der Alterle verhungert, aber gleich nicht mehr, weil der kriegt jetzt was zum Essen. Genau, da würde ich auch hinlaufen, weil da ist nämlich der Tech-Rex. Ist eine super Idee von dir, Gaspack. Torpor-mäßig? Wir kommen halt fast nicht dazu, dem mal ein bisschen was reinzuholzen. Ich hoffe, der Rex lässt den in Ruhe. Ich muss wieder hin. Er sammelt gerade Luft. Ein Schuss, oder? Und dann gehen wir gleich wieder auf den Vogel. Jawohl, was ein Kampf. Okay, wir sollten aber bei dem Rex ein bisschen aufpassen, weil der kann auch was. Der... Jetzt hat er einen eingekeilt, die dumme Sau. Gasi. Flieg einfach vom Rex weg. Wie viel Leben hat denn der Rex noch? Ah, jede Menge. Wie ich mich jetzt halt auf den versteift habe hier. Wieso ziehst du keine Aggro bei mir, Alter? Guck mal, du würdest dich so toll da runterschmeißen jetzt. Den Rex machen wir weg, Leute. Der lebt nicht mehr lang. Den kriegen wir. Bäm! Bäm! Allerdings ist das nicht mein Gaspack hier, der Kollege. Wo ist denn der jetzt, Leute? Ist das unserer? Ja, das ist unserer. Und er hat 1800 Torpor. Ich meine, das ist gar nicht so wenig. Alle 20 Minuten geht es jetzt schon so. Jetzt ist er unten. Wieder neue Herausforderung. Okay. Die kämpfen. Und da kriegt er jetzt dann vom... Boah, da ist auch schon wieder die Hölle los. Meine Lieben, das war der First Try. Ich bin allerdings erst fertig, wenn wir fertig sind. Ist klar. Ich helfe dem jetzt weiter. Jo, mega los. Da müssen wir aufpassen. Die schnappen einen. Kämpft ihr doch mal gegeneinander, das wäre viel gescheiter. Das Gasbackle rennt da hinten rum. Kommt der hier nicht mehr raus jetzt.
Wieso kämpfen die jetzt nicht miteinander hier? Das wäre ja Geschichte gewesen mal. Wir müssen darauf hoffen, dass das jetzt irgendwie sich erledigt da hinten. Dass der da rauskommt. Ich denke aber, das schafft er schon. Hier müssen wir uns merken, die Stelle. Hier jetzt ein Haufen von diesen Extremos. Oh, der zerlegt mir den jetzt, oder? Gasbug. Fast hast du die... Er hat es fast geschafft, Leute zu entkommen. Wo ist denn der jetzt hin? Boah, hier ist sogar ein roter, Leute. Guck mal. Hier, ne? Ein wunderschönes Tier. Ich guck mal eben, ob ich von hier was anfangen kann. Nee, das wird nicht hinhauen. Wir können eigentlich nur hoffen, dass der sich da irgendwie wieder raushieft. Er bläst ja tatsächlich oft genug Luft, ne? Boah, drei Stück sind an ihm dran. Oh, Lego Mio. Gibt nur die Möglichkeit, dass ich hier einmal durchfahre und hoffe, dass ich sie wegpullen kriege. Das war's, sie haben den zerlegt, die Schweine. Verdammte Scheiße, Leute, oder? Das wäre unser Gasbuckle gewesen. Wir müssen in Stadtnähe suchen, das hilft nichts. 1800 Torpo haben wir dem reingejuchzt. Und ein Haufen Pfeile sind draufgegangen. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Krasse Geschichte. Aber okay. Unser erster Versuch. Ich mache noch einen zweiten. Ich baue mir da jetzt keine 10 Bucks. Ich will das jetzt so können. Natürlich ist die Zeit jetzt rum für die Folge. Da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Aber so ist es. Es kann im Ark nicht immer alles super laufen. Hier ist die City, ja? Bam. Das heißt, wir müssen in der Nähe der Stadt jetzt einen finden und den versuchen dann gemütlich da irgendwie reinzupullen. Ich flieg mal die Stellen jetzt ab, Leute. Alter Schwede. Wir werden halt neue Pfeile brauchen. Weil alles, was hier in die Schlucht reinfliegt, ist halt verloren. Da brauchen wir nicht weiter gucken dann. Hammer-Aktion. Schade. War ein schönes, hohes Tier. Wir haben es fast auf 2000 Torpor gehabt. Viel hat da nicht gefehlt. Und dann muss er eigentlich nur an einer guten Stelle liegen, wo man ein bisschen sauber macht. Dann geht es schon. Das Problem ist halt, das, was passiert ist. Guck mal, hier ist der nächste. Das könnte der 32er gewesen sein. Oder 38er. Ne, ist ein 15er. Wie viel Torpor hat denn der so? 800, siehst du? Da könnte es eventuell sein, dass man den halt doch schneller kriegt auch, ne? Um einfach mal rauszuprobieren. Ist hier noch ein anderes Tier? Und der wird jetzt nämlich auch nicht lang leben. Was ist denn das hier? Leute. Ach, das ist ein Gascha. Gascha Klaus. Das ist, glaube ich... der kriegt auch direkt Fett. Kann man die zähmen oder was? Nee, ich glaube nicht, gell? Das ist der. Ich habe natürlich noch nichts gesammelt, also dem werde ich nichts geben können jetzt. Jetzt haben wir ihn mal gesehen. Krass. Und er hat gleich direkt Stunk angefangen. Der gefällt mir. So, Leute. Hier irgendwo ein Gasbug rumrennen wird, wäre es eine Geschichte gewesen. Das ist jetzt schon ein bisschen lame, dass das nicht hingehauen hat. Gut, Leute, wir machen folgenden Abstrich. Wir nehmen uns das nächste Tier in der Nähe der Stadt, egal welches Level das hat, probieren es ein bisschen in Sicherheit zu pullen. Da hinten ist zum Beispiel eins. Unweit der Stadt. Wäre eine schöne Möglichkeit. Bin aber stolz auf unseren Alderle, wie er hier ganz gemütlich seine Bahn zieht, immer noch lebt vor allem. So, wir linsen um die Ecke. Haben sie schon pronto nieder. Guck mal hier, die aggressiven Schweinegesichter. Welches Level hast du? Nur 32. Ja, wunderbares Level, Torbor-mäßig. Wie sieht's aus? 1200, das grüben wir hin. Was ist das da hinten für einer? Der hat sogar noch ein bisschen Torpor, ein 12er. Vielleicht sollten wir uns einen 12er nehmen. Hier ist doch schon wieder viel zu viel los, oder? Was hat denn der da hinten? Der ist der nächste zur Stadt gerade. 25, wunderschön. Bin ich schon direkt dabei. Oh oh. Oh oh. Da habe ich nicht mitgerechnet. So. Solange nichts passiert, bleibe ich hier, warte auf Energie. Ich gucke nochmal, ob die Skorpione den schaffen. Ja, die könnten den schon schaffen. Das war klar, den musste ich als erstes wegmachen.
So, lieber Gaspack, ich habe dir mal einen auf jeden Fall weggenommen. Jetzt fliegt er in die Richtung. Überall fliegen die hoch. Das ist total gut, Leute. Das ist total... Ha! Mr. Opfer? Ein Fünfer. Ah, ne, ich dachte, der wäre hier eingesperrt. So, ich gebe natürlich erst auf, wenn es wirklich vorbei ist. Man muss halt gucken, dass man das jetzt irgendwie... War das unser oder das da hinten? Ich glaube, der hier, ne? Oh, Servusle. Ey. Leute. Das wird ja wieder nichts. Ich sollte mir erst einen Rex holen. Der Agi macht was mit. Der ist sowas von Gold wert. Der Jung. Ja, der Rex, der lebt noch eine Weile. Aber ich habe ihn zumindest mal... angeschlagen. Der kommt da. So, du hier runter. Die Gasbugs da unten sind, ist eh vorbei. Der Rex fliegt ganz runter. Das ist sehr gut. Möglicherweise können wir hier weitermachen. Ich guck mal eben, was haben wir hier? Ein 16er. Und hier den 12er. Der hat aber fast kein Leben mehr. Dann würde ich zum 16er gehen. Weil der sitzt ja auch gerade richtig geschickt hier. Ja, jetzt haben wir wenigstens mal geübt. Ich werde halt wahrscheinlich neue Munition brauchen, Leute. Da kommen wir nicht drum rum. Ey, ist das nervig. Bäm, die Fasern fehlen wieder. Oh, das hört sich nicht gut an, Alter. Hat das wieder hochgeschafft, der blöde Hund. Leute, ich glaube, an der Stelle ist schon mal eins klar. Es wird nicht ganz so einfach, aber es ist machbar. Wir dürfen uns nur kein allzu hohes Tier suchen jetzt für den Anfang. Ich muss ein bisschen mehr Bögen mitnehmen. Und dann kriegen wir das auch hin. Der Agi ist ganz gut im Wegräumen von irgendwelchem Getier. Also da kenne ich jetzt nichts. Ich würde sagen, das passt ganz gut. Er macht sogar ein Rexblatt. Also von daher... Agi, ich bin stolz auf dich, mein Freundel. Unser Problem ist einfach tatsächlich, dass ich mit zu wenig Munition los bin und dass ich eigentlich reparieren sollte. Ne? Haben wir hier Fasern irgendwo? Nö, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier was machen will... Select the Blueprint? Ne, ne, ich will das da. Und da fehlen mir die Fasern. Leute, beim nächsten Mal geht's weiter. Wir geben da noch nicht auf. Wir könnten uns eine 10-Box bauen, aber sind wir mal ehrlich, das macht doch gerade viel mehr Laune so, oder? Und guck dir mal den Agi an, weißt du? Der ist halt aber auch schon top unterwegs. Unser Agile. Gegen Rexe gekämpft und alles. Hammer Geschichte. So, Leute. Dann machen wir praktisch in der nächsten Folge hier direkt weiter. Kann sein, ich fliege kurz heim. Und repariere unsere Sachen. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben nur noch 32 Pfeile. Die reichen ja auch nicht, ne? Da würde ich sagen, ich bereite uns da nochmal vor. Oder wir treffen uns beim nächsten Mal in der Base drüben. Richten uns, reparieren, was zu reparieren ist. Und dann ziehen wir nochmal los. Suchen uns kein allzu hohes Tier. Der ist grün. Der ist doch grün. Das ist eine Nikolausfarbe. Ein 20er mit Nikolausfarben, Leute. Bevor wir jetzt ganz aufgeben, gehe ich nochmal ganz kurz... Das Problem ist halt, ich habe wirklich keine Munition mehr. Schade drum eigentlich. Es hätte schön werden können mit uns Gasbug. Der ist ja geil. Guck mal, kaum fängst du an irgendwas, kommen schon die Viecher runter und helfen, ne? Geil ist der, Leute. Das wäre er. Ich schieße da jetzt rein, was ich hab noch. Wir müssen eh nochmal her. Oh, der stirbt gleich. Ja, der stirbt uns. Scheiße, scheiße. Jetzt will ich es erzwingen, das ist halt auch scheiße, ne? Schade. Meine Lieben, ich hoffe, dass mir wenigstens die Action ein bisschen gefallen hat. Lasst uns morgen nochmal frisch vorbereitet hier losziehen. Da guck mal, ist schon das Krokodil, der wird es wieder nicht lang machen, hier der Kollege. Aber die Farbe ist halt schon cool, ne?
Ich würde ihn gerne jetzt hier rauspullen, aber das kannst du ja vergessen aus diesem Sumpfi-Mumpfi. Bäm, und schon kriegt er Haube vom Grogu. Ja, der wird uns jetzt auch drauf gehen. Noch lebt er. Digga, ich würde dich ja retten, aber die sind da nicht so angetan davon wie ich. Deine neuen Kumpels. Und dann läuft er wieder hin. 200 Torpor. Ja, der stirbt jetzt doch nicht so schnell. Ich muss den einfach. Wo bist denn du jetzt hin? Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Ich meine, das Schöne ist, den sieht man gleich, ne? Da unten ist er. Wir machen ja nur zwei Schaden. Ich kann da einfach weiter reinholzen. Natürlich ist es viel zu schnell, was ich hier mache, ne? So, dann kriegst du einmal noch einen genüsslichen Pfeil. Und dann wieder die Geschichte hier. Wieso bleibt er jetzt an Ort und Stelle gerade stehen? Als ob er sich überlegt, ob er mitgehen soll lieber? Guck mal, ich schieße und schieße und schieße und du baust halt kaum Torpo auf. Und ich will gar nicht wissen, was um uns rum schon alles an Viechern jetzt wartet und lauert. Dass es den uns kurz vorm Erfolg zusammenfressen kann, ne? Ja, die Zeit. Scheiß mal kurz auf die Zeit. Wohin? Da kommt er gerade an. Egal, ich tank dich, Alter. Kurzer Moment. Scheiße. Mach mal die Waffe weg. Irgendwie geht's gerade nicht. Wieso geht's jetzt schon wieder? Ich habe keine 10 Pfeile mehr. Wir sind out of alles, Leute. Schade. Schade. Gut, so ist es halt. So ist es halt. Wer hätte das gedacht, dass es so eine Action gibt? So, Leute, ich lasse die Folge natürlich drin, ne? Wir machen hier weiter. Das Ziel ist klar. Besser vorbereitet. Vielleicht nochmal hier in die Schlucht. Ich würde kurz einen Marker setzen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich diesen grünen Nikolaus-Typi. Auf jeden Fall sind hier genug. Wir werden schon einen abziehen. Ich muss einfach nur mehr Zeug mitnehmen. Das ist alles. Das ist alles. Servus. Kurzer Moment. Ich glaube, ich fliege mal da hoch. Meine Lieben, auf jeden Fall war es mal eine Action. Bisschen was wissen wir ja jetzt, ne? Ich bin gespannt, ob wir es beim nächsten Mal schaffen wird. Mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut, Leute. Habt noch eine wundervolle Weihnachtszeit. Eine wunderschöne, besinnliche Feiertagszeit. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin. Bis dann.